herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Fitnesszentrum Neuenrade. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich möchte euch heute mal meine Top 5 der besten Rückenübungen zeigen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Übung. Die Übung findet erstmal auf der Matte statt. Wir nehmen uns ein Handtuch dazu. Gehen in die Bauchlage. Strecken Arme und Beine richtig aus. Heben den Oberkörper an. Die Beine mit. Und ziehen hier das Handtuch richtig schön zur Brust hin. Blickrichtung könnt ihr ruhig zur Matte lassen. Da können wir den Nacken ein bisschen entlasten. Drei, zwei, eins. Okay, kurze Pause. Und wir machen uns schon mal wieder bereit für die zweite Runde. Einmal hinlegen, Ausgangsposition. Und wir starten, los geht's. Hier kann man auch schön auf die Atmung achten. Das heißt, wenn wir die Belastung am höchsten haben, atmen wir aus. Das heißt, wenn wir ranziehen zum Körper, bringt richtig schön Spannung auf das Handtuch. Richtig auseinanderziehen. Beine nicht vergessen. Okay, und Pause. Eine Runde machen wir noch. Kurz Moment nochmal durchatmen. Tief ein- und ausatmen. Okay, wir können schon mal wieder in die Ausgangsposition gehen. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der dritten Runde durch und los geht's. Richtig schön nochmal auseinanderziehen, Arme und Beine anheben, Atmung kontrollieren. Ziehen nicht vergessen. Zehn Sekunden. Okay. Und Pause. Sehr gut. Das Handtuch können wir erstmal zur Seite legen. Machen direkt weiter mit der zweiten Übung. Dafür gehen wir diesmal in Rückenlage. Stellen die Beine auf, ungefähr hüftbreit, gehen auf die Ferse, Zehenspitze hochziehen, legen uns schön flach hin, Arme in den Körper und dann heben wir die Hüfte nach oben an, hoch und wieder runter. Geht hier so weit nach oben, wie ihr könnt, gerade wenn wir oben hochgehen, die Pobacken so ein bisschen zusammenkneifen. Richtig schön hoch, Zehenspitzen nicht vergessen. Die Hüfte nicht ganz absetzen, immer ein bisschen Spannung hier unten halten. Nie ganz absetzen. Okay, und Pause.
Kurzen Moment durchatmen. Okay. Und dann starten wir wieder. Zehenspitzen zeigen wieder zur Decke, auf die Ferse stellen und los geht's. Hoch und wieder runter. Denkt dann, so weit wie möglich nach oben zu gehen, Po zusammenkneifen. Okay, sehr schön. Und Pause. Wir bleiben noch mal ein Momentchen liegen. Wir haben noch eine dritte Runde vor uns. In der dritten Runde möchte ich das ein bisschen steigern, dass es ein klein bisschen schwerer wird. Wir bleiben trotzdem auf der Ferse stehen. Versucht das einfach mal. Wenn das nicht geht, einfach den Fuß ganz aufstellen. Ist auch kein Problem. Ansonsten ruhig mal die Ferse beibehalten. Und dann gehen wir hoch. Können ruhig direkt zusammen starten. Geht schon mal in die Ausgangsposition. Hoch, Hüfte schön gerade in der Luft. Und dann wechseln wir mit der Streckung des Beines nach vorn. Absetzen. Und wieder wechseln. Und los geht's. Hüfte bleibt schön hier oben. Hüfte diesmal nicht runterlassen. Einfach hier nach vorne strecken. Atmen nicht vergessen. Hüfte nochmal kontrollieren. 5, 4, 3, 2. Jedes Bein noch einmal. Okay. Und absetzen. Jawohl, sehr gut. Zweite Runde haben wir auch geschafft, beziehungsweise zweite Übung. Einfach mal einen kurzen Schluck trinken. Wir machen eine kurze Pause. Und dann können wir uns langsam wieder hinstellen. Ich habe mir jetzt hier einfach mal zwei 0,5 Liter Wasserflaschen mit dazu geholt. Das könnte für die Übung etwas leicht werden. Nehmt da ruhig eine 1 Liter Flasche. Wenn ihr Hanteln zu Hause habt, nehmt Hanteln. Das geht eigentlich auch ganz gut. Einfach mal ausprobieren, was ihr da so zu Hause findet. Achtet darauf, dass das Gewicht gleich ist, dass ihr nicht falsch bzw. schief trainiert, die eine Seite stärker beansprucht als die andere und dann ist alles gut. Die Übung heißt Reverse Butterfly. Wir machen die jetzt im Stehen, man kann die auch im Sitzen machen, aber ich finde, man kann das immer ganz gut im Stehen machen. Wir wollen uns ja bewegen. Und zwar stellen wir uns erstmal hüftbreit hin, beugen uns hier ein bisschen nach vorne. Hierbei auch schon darauf achten, den Rücken etwas auf Spannung zu bringen. Ja? Wir sind nicht rund, immer schön Spannung rein, etwas in die Beuge gehen und dann nehmen wir unsere Flaschen und gehen hier nach oben. Einfach seitlich rauf. So weit wie möglich nach oben. Rücken schön gerade halten. Okay, und Pause. Das war die erste Runde. Nochmal kurz durchatmen. Können wir schon mal wieder in die Ausgangsposition gehen. Und wir starten mit der zweiten Runde. Gehen erstmal wieder ein klein bisschen in die Beuge. Rücken schön gerade. Und hoch.
Ganz wichtig ist hierbei, dass wir hier die Linie auch ungefähr einhalten von der Schulter, dass wir nicht hier vorne irgendwo hingehen oder hier, ja, schön zur Seite. Da konzentrieren wir uns erstmal drauf. Geht maximal nach oben, schön die Schulterblätter zusammendrücken, dass im Rücken auch was ankommt und nicht nur die hintere Schulter so viel arbeitet. Rücken nochmal kontrollieren. 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl. Okay, und nochmal lockern. Kurz ausschütteln. Arme und Beine. So. In der dritten Runde möchte ich auch gerne nochmal eine kleine Steigerung mit reinnehmen. Und zwar kombinieren wir die Übungen. Wir gehen einmal zur Seite und einmal nach vorne, ja, in unserer normalen Ausgangsposition. Wir gehen erstmal da rein, machen uns zusammen, gehen hier runter, gehen zur Seite rauf, wie gehabt, und gehen aber auch hier nach vorne in die Streckung. Immer im Wechsel. Rücken schön gerade halten. Auch hier habe ich die Blickrichtung immer zur Matte gerichtet. Ich weiß, das ist langweilig, aber so können wir den Nacken dabei ein bisschen entlasten. Fünf, vier, drei, zwei, eins und Pause. Sehr schön. Und nochmal lockern. Okay. Für die nächste Übung brauchen wir die Wasserflasche nicht mehr. Wir gehen nochmal auf die Matte. Und zwar in den Vierfüßlerstand. Der schaut so aus. Ja, wir achten schön drauf, dass die Hände ungefähr unter der Schulter sind. Hier ungefähr ein rechter Winkel drin ist in der Hüfte. Ja, dass wir nicht hier irgendwo sind. Und dann bauen wir in der Mitte ein bisschen Spannung auf, dass der Rücken schön gerade ist. Und dann gehen wir diagonal nach oben. Das heißt, wir gehen mit dem linken Bein und dem rechten Arm nach vorn. So, und dann gehen wir hier unten rein, Knie an Ellbogen und wieder strecken. Und das machen wir zusammen. Und los geht's. Richtig schön hinten das Bein auch anheben. Vorne den Arm hochheben. Gleichgewicht schön halten, konzentrieren. Okay, und Seite einmal wechseln. Jetzt gehen wir mit dem linken Arm nach vorne, dem rechten Bein nach hinten und starten, wieder in der Mitte treffen und wieder strecken. Richtig schön hoch. Okay, und Pause. Einmal kurz auslockern. Nochmal einen Schluck trinken, wer möchte, zwischendurch. Kleinen Schluck. So, dass die Übung nicht ganz so langweilig ist, zeige ich euch zwischendurch nochmal kurz eine Variation. Die machen wir einfach mal in der zweiten Runde.
Und zwar starten wir hier auch wieder in unsere Ausgangsposition. Gehen hier hinten wieder hoch. Erstmal linkes Bein und rechter Arm. So, bleiben hier in der Mitte stark. Und gehen jetzt in wippenden Bewegungen auf und ab. Versucht hier wirklich oben immer bis ans Maximum hochzugehen. Und los geht's. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay. Und wir wechseln einmal. Andere Seite ist wieder dran. Rechtes Bein, linker Arm. Und wippen. Und Pause. Sehr gut. So. Okay, in der letzten Runde machen wir das nochmal ein klein bisschen anders. Und zwar, Ausgangsposition ist wieder dieselbe. Diesmal machen wir kein Wippen mit dem Arm und dem Bein, sondern große Bewegungen auf und ab. Ja? Okay, wir gehen erstmal hier in die Bewegung rein. Linkes Bein gestreckt, rechter Arm gestreckt. Und dann gehen wir hier kurz am Boden und ziehen wieder richtig hoch. Kurz am Boden, wieder richtig hoch. Versucht runter ein bisschen langsamer zu gehen und hoch etwas schneller. Am besten Arm und Bein mal schön gleichmäßig, sonst wird das ein bisschen wackelig. Okay, sehr schön. Einmal Seitenwechsel. Linker Arm, rechtes Bein. Maximale Streckung. Kurz am Boden antippen und wieder hochziehen. Fünf Sekunden, vier, drei, zwei, eins. Okay. Und kurze Pause. So. Das war schon die vierte Übung. Jetzt, zu guter Letzt, habe ich noch mal einmal den Unterarmstütz, den Plank für uns vorgesehen. Den machen wir jetzt auch noch mal zusammen. Und zwar haben wir da auch zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen in den normalen Plank, das heißt, hier auf die Unterarme, auf die Zehenspitze, Mitte stark machen, Po zusammenkneifen und halten. Ja? Wenn das zu schwer sein sollte, können wir auch hier auf die Knie gehen. Ja? Wichtig ist dann, dass die Hüfte aber hier mittig bleibt und nicht so hoch wandert. Ja, das passiert ganz schnell. Aber ich bin mir sicher, ihr schafft alle die schwerere Variante. Und wir machen das einfach mal zusammen. Einmal auf die Unterarme stützen, Mitte stark machen. Und hoch, Po anspannen und halten. Atmen.
Atmen dabei nicht vergessen, schön gleichmäßig. Noch 10 Sekunden. Durchhalten. 5, 4, 3, 2, 1. Und kurz absetzen. Einmal kurze Pause. Nochmal tief durchatmen. Wer mag, kann zwischendurch immer mal ein Schlückchen trinken in den Pausen. In der zweiten Runde versucht man die Arme nicht vorne zusammenzunehmen, sondern wie die Swings einfach hier aufzustellen. Ja? Und los geht's. Wieder die Mitte stark machen und halten. Po anspannen. Durchhalten, nicht aufhören. Wenn das mal zu schwer sein sollte, variieren wir zu der leichteren Variante, auf die Knie. Aber wir setzen nicht ab. 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. Sehr gut gemacht. Eine letzte Runde haben wir noch. Die letzte Runde machen wir nochmal ein kleines bisschen schwerer. Wenn der einfache Plank nicht reicht, nehmen wir die Beine im Wechsel mit nach oben. Ja, das probieren wir jetzt einfach mal in der letzten Runde aus. Gehen wieder in die Ausgangsposition, diesmal wieder die Swings. Einfach so aufstellen die Arme. Und die Mitte stark machen, raufkommen. Und im Wechsel gehen wir hier nach oben. Die Mitte bleibt da, wo sie ist, die Körpermitte. Nicht weiter nach oben oder nach unten. Bein gestreckt nach oben ziehen. Nicht aufgeben. 5, 4, 3, 2, 1. Anderes Bein nochmal. Okay. Jawohl. Und kurze Pause. Einmal auslockern. Okay. Zum Schluss machen wir nochmal eine schöne Dehnübung für unseren Rückenbereich. Dazu gehen wir auch nochmal in den Vierfüßlerstand. Einfach nochmal ein bisschen locker bewegen, den Rücken auf Länge bringen. Und Po auf die Füße legen, Arme nach vorne strecken, so weit wie es geht. Oberkörper zur Matte zeigen lassen. Und mal ein Momentchen halten. Und nochmal zurück in den Vierfüßlerstand. Wir nehmen die Hände mal etwas näher zum Körper ran. Machen uns rund. Ein Katzenbuckel richtig schön rund nach oben rausstrecken, die Wirbelsäule. Kinn auf die Brust legen. Und auch das ein Momentchen halten. Nochmal wechseln. Wir gehen nochmal mit dem Po auf die Füße und machen uns nochmal richtig schön lang nach vorne. Wandert jetzt mit den Händen mal ein bisschen zur rechten Seite rüber. Wir bleiben weiter unten. Die Dehnung geht dann hier
in den Latissimus rein, in die seitliche Bauchmuskulatur. Nochmal halten. Und langsam wieder zur Mitte krabbeln. Und in die andere Seite mal nochmal reindehnen. Wieder zurück zur Mitte. Und dann kommen wir nochmal rauf. Und machen nochmal einen richtig schönen Katzenbuckel. Nochmal rund machen. Kinn auf die Brust legen. Hände ein bisschen mehr ran. Durchstrecken. Okay, sehr schön. Einmal lockern. So, aus dem Vierfüßlerstand können wir wunderbar rückengerecht aufstehen. Und zwar nehmen wir erstmal das starke Bein, stellen das vorne auf, Hand auf den Oberschenkel legen, versucht möglichst nicht aufs Knie zu gehen und dann mit Schmackes wieder nach oben. So, wir gehen nochmal etwas weiter mit den Beinen auseinander, nehmen die Arme mal mit nach oben, tief einatmen. Ausatmen und nach unten fallen lassen. Ganz locker hängen lassen. Wir rollen die Wirbelsäule langsam nach oben auf, Kinn dabei auf die Brust legen. Raufrollen. Arme nehmen wir nochmal mit. Tief einatmen. Und ausatmen. Nochmal langsam raufrollen, Kinn wieder auf die Brust legen, rund machen, Wirbel für Wirbel. Und dann gehen wir hier nochmal hoch, tief einatmen, letztes Mal. Und ausatmen, nochmal fallen lassen. Die Arme mal vorn zurückschwingen, ganz locker, mal zur Seite rüber. Und dann rollen wir uns langsam wieder hoch. Schön rund machen. Die Arme diesmal vor dem Körper nach oben. Einen großen Kreis nach hinten. So wieder schön aufrecht stehen. Wunderbar, Füße langsam zusammen. Okidoki, perfekt. So, ich hoffe, meine Auswahl hat euch gefallen und auch sehr gut getan. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bleibt weiterhin gesund, macht fleißig Sport und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.